Noch eine Frage aus der App. Ist es möglich, den Sympathikusnerv mit Botox oder Ähnlichem zu betäuben, um Erröten und Schwitzen zu verhindern? Botox, das kennt ihr vom Namen alle. Und der Wirkstoff dahinter, das Botulinumtoxin, das ist ein Medikament, welches man in die Haut hineinspritzt, damit es die Nervenimpulse der Schwitz- und Errötungsnerven blockt. Und wenn ich sage Schwitz- und Errötungsnerven, dann merkt ihr schon, das sind verschiedene. Auch wenn die in einem gemeinsamen Nervenstrang drin laufen, dem sogenannten Sympathikusnerven, so sind es doch verschiedene Fasertypen. Kleiner Ausflug nochmal zurück in euren Bio-Unterricht. Könnt ihr euch erinnern, im Nerv läuft so ein Reiz ja elektrisch und dann am Endkontakt, wo er am Gefäß oder auch an der Schweißdrüse ankommt, dieser Kontakt, die Synapse, Wort noch in Erinnerung, dieser Nervenkontakt, der funktioniert dann mit Signalstoffen. Und genau diese Signalübertragung an dem Kontakt, das blockt das Botox und seine anderen Freunde, hätte ich fast gesagt, wie Xeomin, Vistabel, Dysport, da gibt es ja mehrere solcher Medikamente. Dieser Wirkstoff Botulinum, der wird dann diese Signale blocken, und zwar am Nervenende. Und das kann er nur bei Schwitznerven, nicht bei Errötungsnerven, weil die mit einem anderen Botenstoff funktionieren und da richtet das Botulinum nichts Entsprechendes aus. Das heißt, beantwortet der Frage, man kann die Nerven mit Botulinum betäuben, indem man es in die Haut hineinspritzt. Das macht nicht Sinn im Nervenverlauf, da kommt man sowieso mit einem Piekser nicht ran, sondern am Nervenende, und das heißt, wir sind an der Haut, wir behandeln die Hautoberfläche. Und das Botulinum muss in die Haut hineingespritzt werden, es kann nicht durch die Haut wandern. Und damit kann man aber jede Stelle, die übermäßig schwitzt, behandeln. Natürlich hat das eine Größenbegrenzung, aber beispielsweise die Achseln, die Hände, die Stirne, den Po, das lässt sich mit Botulinum hervorragend behandeln. Das sind umgrenzte Flächen und ja, es ist immer der Sympathikusnerv, seine Ausläuferchen eben, die mit dem Botulinum dann betäubt werden. Thank you.